Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier habe ich ein Paket von Amazon bekommen. Das habe ich nicht selber gekauft. Ich werde hier auch, ich weiß nicht, ob ich da Werbung drinschreiben muss, ist ein Geschenk, aber nicht von Amazon, sondern von der lieben Merima, Admin, die ist auch Admin bei mir auf der Facebook-Seite und im Telegram. Guckt da mal rein, Link haue ich euch in die Videobeschreibung. Da sind immer die aktuellsten News rund um Fire TV, Android, iOS, PlayStation 5. Immer ganz vorne mit bei. Ja? Und die hat mir jetzt was geschickt und hat gesagt, ich soll da rum und soll den unboxen, soll ein Unboxing-Video machen. Ich soll vorher nicht reingucken. Ich habe auch nicht reingeguckt, ist noch alles verpackt. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß nur, dass sie meine Adresse wollte und dass sie mir was schicken wollte. Eins kam schon mal an, angeblich. Amazon hat mir eine Nachricht im Briefkasten geschrieben, also der Bote. Und es sollte beim Nachbarn sein. Da war aber nichts. Da habe ich alle anderen Nachbarn abgeklappert, da war auch nichts. Naja, jetzt ist es nochmal da. Hat Amazon nochmal losgeschickt. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, hoffentlich kein Vibrator oder Taschenmuschi oder irgendwas dergleichen, weil dann würde ich das Video nicht hochladen, weil, ja, was soll ich damit? So, aber ich denke mal, eine Taschenmuschi ist auch breiter. So, deswegen, ich bin mal gespannt. Kopf ist echt nichts Perverses oder sowas. Oh Gott. Blauer Karton. Kommt mir bekannt vor. Viel Vergnügen mit dem Geschenk von Merima. So, steht hier irgendwo noch eine Adresse oder so? Nee. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist. Es ist der Echo Auto. Den wollte ich ja unbedingt haben und den konnte ich mir aber nicht holen, weil Windeln und so jetzt vorging. Und Geburtstagsgeschenk für die Freundin von meiner Tochter. Oh, und die Figur habe ich ja bei eBay geholt, weil ich noch was auf meinem PayPal hatte. Oh Gott. Danke, Merima. Ich bin da gerade ein bisschen perplex. Echo Auto. Oh, jetzt springt er andauernd, weil ich Echo sage, die Dinge im Flur an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Gott. Dankeschön. Ich stehe auf Amazon. Jetzt müssen wir da auch wirklich richtig auspacken. Oh Gott. Ich bin bei sowas immer ein bisschen nah am Wasser gebaut. Tut mir leid. Ich bin mal gespannt, was alles drin ist. Ich habe mir noch nichts dazu angeguckt, wie man den anschließt und so. Oh Gott, ich muss euch mal ein bisschen runterrichten. So, damit wir uns das mal angucken können. Also so sieht es dann aus. Wir haben hier kleine Schubfächer, wo alles drin ist. So, ich fange mal jetzt einfach an von links nach rechts. Wir haben einmal, ich kriege nicht raus, einen USB für den Zigarettenanzünder. Kannst du mir mal meine Brille geben, Josie? Ich danke dir. Bitte. So. Wir haben hier ein Zweifach-USB, was sich auch so ein bisschen mit Klavier lag. Mit hier auch, da ist auch das Prime, also dieser Pfeil. Hier steht es nicht. Finde ich ein bisschen schade, hätten sie ruhig hier das Prime-Logo
drauf machen können. So, das packen wir einmal beiseite. So, wir machen mal die Pappe noch schnell weg. So, dann kommen wir hier. Ach, das ist der Echo Auto. So sieht er aus. Den werden wir uns nachher auch nochmal komplett angucken. So. So, dann haben wir hier oben Echo Auto, Echo Auto. Und hier auch nochmal Anleitungen, denke ich mal. Aber die sind eigentlich immer selbsterklärend. So, dann haben wir hier Kabel zweimal. Einmal einen Micro-USB zu USB. Der ist auch nicht mit einem Gummi abgedimst oder so. Der war wirklich so nur zusammengedreht, eingedreht und dann da drinne. Und oh, ein Klinkenkabel. Ein Klinkenkabel. Also kommt das praktisch mit Klinke angeschlossen. Muss ich mal gucken. Wenn jetzt hier mein Autoradio ist, der Kabel ist dann so, der hängt ja hier dran, dann können wir das so und so. Müsste ich wahrscheinlich mit einem Verlängerungskabel arbeiten. Oder vielleicht knapp, aber könnte das reichen, dass wir den durchs Handschuhfach. Oder mal gucken, vielleicht an der Seite von der Lüftung irgendwie rausholen. Da weiß ich noch nicht. Da muss ich mir nachher erstmal einen Plan machen. Ich muss sowieso, ich wollte sowieso demnächst ein neues Android-Radio mir holen, weil meins manchmal ein bisschen hakt. Ist schon was älter, da gibt es keine Updates für. So. Oh, wir haben so ja eine Halterung. Okay, die gucken wir uns auch gleich an. Das ist die Halterung. Ja, die gucken wir uns gleich mal an und wie das alles funktionieren soll. Wir haben hier noch, nee, hier ist nur ein Platzhalter. Nee, dann ist hier nichts mehr drin. So. Dann packen wir das mal beiseite und gucken uns erstmal den Echo Auto an. Wir haben halt den Laut- und also den Stummknopf. Den Play-Knopf, das wir halt auch auslösen können. Und, also Play-Knopf ist halt überbewertet. Also, dass wir auslösen können, dass A-Punkt was macht. Ich kann jetzt nicht sagen, weil sonst springt es hier gleich wieder an. Alles schön verpackt. Ach so, jetzt sehe ich es. Hier haben wir eine Aussparung und da kommt es dann, ach, das ist magnetisch. Und da kommt es dann so rein. So, das hält jetzt ein bisschen, weil Folie halt noch drum ist. Und dann kommt das so, hoppala, so in die Lüftung. Das ist für die Lüftungsschlitze. Da soll das dann reingemacht werden. Da muss ich mal gucken, inwiefern das bei mir passt. Das, wir können es auch von vorne. Hier haben wir auch. Ach nee, das ist für den Kabel. Okay. Ich glaube, hier können wir den Kabel dann durchdingsen. So. Müssen wir mal kurz gucken, was uns die Bedienungsanleitung sagt. So, die Bedienungsanleitung ist hier vorne auf Englisch. Hier kommt sie in Deutsch. So. Mikrofon an und aus. Aktionstaste, genau. So, und dann haben wir, ach, das können wir drehen. Also, wir können das hier drehen. Hier hinten. Damit wir das für unsere Klimaanlage oder für unsere Luftschlitze halt dementsprechend anpassen können, ob wir es so gerade, also mit Schlitz wie so ein Kreuz brauchen oder ob wir halt eher so schräg haben. Bei mir ist, glaube ich, gerade wichtig. Manche sind aber so, haben so schräge Lamellen drin. Da kann man sich das dann auch anpassen. Kabelclip, ja genau, hier, das ist der Kabelclip. Da kann man dann praktisch sehen, ich zeige euch das mal. So, einmal habe ich jetzt nicht gesehen, dass der Akku
leer geworden ist. Ich weiß nicht, bis wohin er gemacht hat. Nimmt er auf? Ja, der nimmt auf. Okay. Wie gesagt, hier könnt ihr euch das dann durch Drehen anpassen. Also bei mir ist es halt wichtig, dass es halt gerade ist, wegen meinen Schlitzen. Aber manche haben ja so bei der Klimaanlage so schräge Lamellen und so. Und hier vorne könnt ihr dann die Kabel drin machen, dass ihr kein Kabelwirbel habt. Dann könnt ihr das in Fire TV machen und den Klinkenkabel natürlich auch. Ja, damit das alles wirklich akkurat verstaut werden kann. Machen wir den Klinkenkabel so. Und dann haben wir dann praktisch die Kabel hier so dran. Wir können die auch natürlich in die gleiche Richtung machen. So. Achso, nee, da müssen wir, glaube ich, erst den Klinkenkabel machen. So. Und dann den Stromkabel. Weil der Klinkenkabel ein bisschen dünner ist. So, dann habt ihr das praktisch so. Sieht man das? Ja, dann kommen die hier so raus. Ich habe eigentlich gedacht, dass man die mit Bluetooth verbindet, weil mit Klinke, so wie ich das jetzt hier sehe, das ist auch nur Stereo. Das ist nur ein Stereo-Klinke. So. Ach, da kann man hier, guckt mal, da kann man hier auch noch zusätzlich ranmachen. Da hat man wirklich ein schönes Kabelmanagement. Gut mitgedacht. Sehr gut mitgedacht. So, und wie haben wir denn die Anschlüsse hier? Achso, die sind auch beide auf der Seite. Ich will das noch nicht richtig auspacken. Ich will eigentlich da noch ein richtiges Hardware-Video zu machen, aber ich bin jetzt gerade einfach neugierig, dass wir uns das mal angucken hier. Ja, und dann kommt es ins Lüftungsgitter, genau. Den werde ich nicht benutzen brauchen müssen, weil ich habe einen drin bei mir. Eins, also Zigarettenanzünder zu zwei. Bei mir ist der Vorteil, dass der nicht großartig rausguckt. Der ist wirklich sehr, sehr flach. Und wenn, dann kann, da sollte eigentlich mal ein Aschenbecher angeblich wohl drin sein. Bei mir ist halt nur ein Fach. Und wenn ich halt keins von den Geräten, also mein Handy oder Fire TV benutze, kann ich das halt zumachen. Und dann ist es bündig zu. Mit den meisten von diesen, da ist es dann halt immer, bleibt es halt teilweise offen stehen. Du kannst das halt nicht zumachen. Gar nicht, weil nicht so weit runterkommt. Deswegen das so. Ja, und da seht ihr das, so kommt das dann praktisch ran. Wir werden das auch noch in einem Hardware-Video anschließen. Ich werde mir dafür eine Box holen von meinen Boxen und werde das anschließen. Und dann werden wir so tun, als wenn wir im Auto sind und das auch hier mal connecten. Ich habe ja hier USB an der Steckdose dran. Das trifft sich dann ganz gut. Ich denke mal, da brauchen wir auch wieder die Alexa. Ja, wollte ich gerade sagen, da braucht man die Alexa-App. Yep. So wie immer halt, wie man es von Fire TV-Geräten kennt. Neue Gerät finden, aufbewahren. Ah, okay. Ah, hier soll ja eine Anleitung, für welche das kompatibel ist. Also, für flache, so wie ich habe, ist es kompatibel. Für die runden Lüftungsschlitze und für die länglichen ist es nicht kompatibel. Ich zeige euch das mal. Das ist die Kompatibilitätsliste. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wenn bei euch halt praktisch die Spalte ist, dann könnt ihr das nicht bei euch anbauen. Dann müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Aber ich denke mal, da wird es auch die Möglichkeit geben, das hier einfach rauszumachen. Oder man kneift das mit der Zange durch oder was weiß ich und macht das an ein anderes Ding ran oder so. Weil hier ist ja magnetisch, ist ja vorbereitet. Müsste man mal gucken, ob es da auch andere Möglichkeiten gibt. So. Und hier sind wir dann schon wieder bei Spanisch. Also das war das Einzige, Deutsche. Ist hier noch was Interessantes mit bei? Nee, nur kleine Druck, das interessiert uns überhaupt nicht. So. Das werden wir dann alles in Ruhe noch testen. Zum Ausprobieren. Genießen Sie Lieblingsmusik. A. Spielmusik. A. Wechsellied. A. Ja, ich habe kein Musikabo. Also ich habe nur das normale Musikabo, Prime Musik, also nicht Unlimited. Müsste man vielleicht dann mal erweitern.
Müsste mal gucken. Audiobubble geht. Hör mal, hör die meisten aus Fahrrad. Wetter, Navigation, Shopping, alles. So, also ein schönes Ding. Optisch sieht es auch sehr schön aus. Ich kenne es ja, optisch kenne ich es ja. Ich habe es ja gesehen, wo es nach Amerika gekommen ist. Und da konnte man das ja schon aus Amerika vorbestellen. Einige haben es gemacht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Fire TV Cube gehabt. Erstmal dauert es ewig, bis es hier ist. Von Amazon aus wurde der Cube, konnte man den Cube nicht direkt nach Deutschland liefern. Das musste man dann halt über separate Firmen machen. Ich habe es bestellt. Hab mir gekriegt, einen Monat später oder so, kam er nach Deutschland in einer verbesserten Variante mit mehr Power. Jetzt habe ich halt das US-Modell im Schlafzimmer, hier habe ich das normale Modell, also das deutsche Modell. Und wenn, ja, ich denke mal, wenn dann irgendwann mal wieder Black Friday ist und Geburtstag, Weihnachten, irgendwas naht, vielleicht nochmal ein Cube für die Große oder so, mal gucken. Müssen wir mal sehen. Die hat jetzt Fire TV dritte Generation dran. Habe ich ihren Austausch zweite Generation hatten gegen den dritten. Ja, also stylisch sieht es schon mal aus. Ich finde auch vor allem geil, hier sind auch ganz viele Mikrofone drauf. Wieder Löcher für Mikrofone. Ich finde es auch geil mit dem Amazon-Logo, dass man das da, also mit dem, sieht man das? Ja. Dass das da mit bei ist. Finde ich sehr nice. Ich bin schon richtig gespannt, das zu testen. Das werden wir aber alle zusammen machen. Jetzt bin ich erstmal perplex, dass ich es habe. Und sage von hier aus nochmal Merima. Ich habe es wieder falsch betont. Merima. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Und werde den im Auto einbauen. Kabel muss ich vorher noch testen, muss ich mit Maßband nachher mit runternehmen und dann mal testen, wie lang das ist. Und dann, ja, kommt der ins Auto und dann kann ich A-Punkt auch im Auto sagen, was sie machen soll. Ich find's ein bisschen schade, dass es wirklich nur ein Klinkekabel ist. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht auch ein Adapter mit bei ist oder so. Ist aber hochgesponnen. Ein Adapter mit bei ist, dass man auf S-Video machen kann, also ganz normales Videosignal, also Cinch, gelb, weiß und rot, dass ich da dann halt im Android-Autoradio oder in einem anderen Autoradio, wo der kompatibel ist, dass das als Medienquelle akzeptiert wird und dass man dann halt eine schöne Benutzeroberfläche vielleicht hat und dann halt seine Sachen nutzen kann. Wäre auch cool gekommen, aber nichtsdestotrotz, ist ein cooles Teil. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Wenn ihr dazu Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.